Schönen guten Tag, herzlich willkommen zu einem neuen R-Test. Es ist Sommer, sommerlich zumindest. Und da ist ja immer so ein schöner, kühler Saft, was Schönes. Ich hatte ja schon mal das Problem oder die Sache mit Capri-Sonne, die jetzt Capri-Sun heißt. Und da hatte ich ja schon auch mal die Cola-Sorte probiert. Und heute eine Sorte, von der ich gar nicht genau weiß, was es überhaupt sein soll. Sie heißt nämlich Monster-Alarm. Capri Sonne Monster Alarm. Das könnte einiges sein. Zumindest ist hier ein Apfel drauf. Es ist eine Erdbeere drauf. Johannisbeeren und Kirschen. Wenn ihr das hier mal seht. Hat man nicht Multivitamin genannt? Fand man vielleicht doof? Keine Ahnung. Also Capri Sun Monster Alarm. Es ist dann auch ein Meerfrucht-Erfrischungsgetränk. Ein Tafelgetränk mit Fruchtsäften, würde man in der Schweiz sagen. Immerhin 10% Fruchtgehalt mit Wasser, Zucker, Zitronensaft 3,2%, Apfelsaft 3,2%, schwarzer Johannisbeersaft 2,1%, Sauerkirschsaft 1,0%, Erdbeersaft unglaubliche 0,4%, Limettensaft 0,1%. Toll! Immerhin noch ein bisschen Vitamin C und noch so Antioxidationsmittel, Ascorbinsäure und natürliches Aroma. Naja, ich kaufe mir sowas übrigens nicht. Das ist, es gab irgendwie mal eine technische Havarie bei Kentucky Fried Chicken und da hatten sie keine Getränke mehr, da haben sie uns das hier hinterhergeschmissen. Naja, so, jetzt also Capri Sonne Monster Alarm. Ist ja immer so ein Ding mit dem Durchstechen. So, unfrei geschafft. Oh. Sehr, sehr süß. Oh, nee. Also, das ist leider überhaupt nicht lecker. Es schmeckt einfach nur süß. Ab und zu kommt mal so ein komischer Fruchtgeschmack durch, aber was es dann sein soll, es ist völlig undefinierbar. Nee, also geht leider eigentlich gar nicht. Es ist einfach nur ein süßes Gesöff. Und da schmeckt man weder Apfel raus, noch Erdbeere, noch Orange, noch irgendwas anderes. Also dann lieber das herkömmliche Apfelsine, weil die ist lecker. Capri Sonne Apfelsine, also Orange ganz normal. Aber dieser Monster-Alarm, also es ist wirklich ein Monster und dieses Monster sollte man meiden, wie man ja Monster immer meiden sollte, ne? Bis zum nächsten Mal.